Aber da würde mich an der Stelle natürlich dann aber auch interessieren, wie kam es denn dann irgendwann zu der Gründung von dem Sportverein Fierce Run Force? Hängt ganz stark mit meiner eigenen Geschichte zusammen. Ich habe 2019 einen Ermüdungsbruch erlitten, was für mich ein sehr drastischer Einschnitt war. Das war ein Ermüdungsbruch im Kreuzbein. Und ich kannte natürlich Stressfaktoren, wusste aber auch im Leistungssport, dass da natürlich gewaltig was schiefläuft. Habe gleichzeitig aber auch in meinem Umfeld wahrgenommen, ich war ja dann schon einige Jahre im Hobbysport unterwegs. Sport und Hobbysport bedeutet für mich halt Gesunderhaltung in erster Linie und vor allem auch Gesundheitssport. Und fand es halt sehr erschreckend, dass sehr viele Frauen in dem Umfeld Ermüdungsbrüche erlitten haben. Habe das nicht verstanden, weil ich dachte, das gehört hier schon mal gar nicht her. Und dann war es vielleicht, hätte es sollen sein, dass es mir dann selbst widerfährt, damit ich mich vielleicht damit mal auseinandersetze. Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu meinem Athlet-Leichtathletik-Podcast. Heute sprechen wir über ein Thema, das lange unter dem Radar geflogen ist, aber eine enorme Bedeutung für die Leistungsfähigkeit von Frauen hat. Das zyklusorientierte Training. In der heutigen Folge haben wir Steffi Platt, ehemalige Mittelstreckenläuferin und Gründerin von Deutschlands ersten Frauenlaufsportverein mit zyklusorientiertem Training, Fierce Run Force, zu Gast, die uns einen tiefen Einblick in die Welt des zyklusorientierten Trainings gibt. Der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main. Herzlich willkommen, Steffi. Schön, dass ich heute da sein darf. Ich habe ja eben im Intro auch schon so ein bisschen was zu dir und auch zu deinem oder dem Verein, den du gegründet hast, erzählt. Aber magst du dich vielleicht auch nochmal selbst vorstellen? Ja, sehr gerne. Ich bin Steffi Platt. Ich bin ehemalige Leistungssportlerin. Ich habe Mittelstrecke gemacht und das 8 Jahre lang. Und bin inzwischen neben meinem Dasein als Trainerin auch selber noch Athletin. Also inzwischen bin ich so auf den Halbmarathonstrecken unterwegs und habe vor 2 Jahren Fierce Run Force e.V., den ersten Frauenlaufsportverein mit zyklusorientiertem Training, gegründet. Und gleichzeitig bin ich aber auch selbstständig Coachin für Running, Hormone und Menstruationszyklus. Du hast gesagt, du warst früher in der Mittelstrecke aktiv. Über welche Distanzen genau? Meine Lieblingsdistanz waren die 1500 Meter. Da bin ich auch 2-mal deutsche Meisterin geworden. Aber was ich noch mehr mochte, war eigentlich die Cross-Saison. Das war auch mein größter Erfolg mit der Mannschaft. Bei den Cross-Europameisterschaften haben wir Bronze geholt. Ja, das weiß ich nicht, das hat mir einfach mega Spaß gemacht. Die Mehrheit hasst ja eher so Cross, aber ich fand es immer großartig. Wobei ich habe auch mittlerweile so den Eindruck, dass Crossläufe immer mehr in den Trend geraten. Also das ist immer, ich finde es auch als ehemaliger Kurzsprinter extrem spannend zu sehen und würde es tatsächlich auch gerne mal selbst ausprobieren. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass das so seinen eigenen Reiz auch nochmal hat, weil einfach man so aus diesem, ich sage jetzt mal, aus den Laborbedingungen des Stadions rauskommt auf eine ja ganz andere Strecke, ganz anderen Untergrund, viel mehr Höhenmeter zum Teil, und da kann ich auch schon gut nachvollziehen, dass es da auch nochmal einen gewissen Reiz mit sich bringt. Auf jeden Fall. Ich glaube auch dieses Obstacle Races, die sind ja auch so ein bisschen daran orientiert, das machen ja auch ganz viele. Und ja. Inzwischen habe ich auch so ein bisschen das Trailrunning für mich entdeckt. Und das finde ich auch sehr großartig. Es ist halt einfach was anderes, so ein bisschen losgelöster von diesem Zeitdruck immer, der auch auf der Straße zum Beispiel hängt oder da drauf liegt. Und dann zusätzlich noch die Natur. Und ich liebe es eigentlich ganz gerne, Berge hochzurennen, auch wenn ich jetzt nicht im Bergen groß geworden bin. Ich habe zwar ein bisschen bayerische Wurzeln, vielleicht kommen die da auch einfach durch. Und deswegen, glaube ich, trifft sich das dann da ganz gut. Und hoffe, dass ich noch einige Erlebnisse auch auf den Trails haben werde. Also dann sowohl in Richtung Halbmarathon, aber dann auch mit am liebsten noch dem einen oder anderen Höhenmeter. Ja, gerne, aber nicht zu lange. Also noch bin ich nicht auf den Ultradistanzen unterwegs, und auch Marathon versuche ich eher zu vermeiden. Das reizt mich noch gar nicht. Eher die kurzen Trails, das finde ich großartig. Aber da würde mich an der Stelle natürlich dann aber auch interessieren, wie kam es denn dann irgendwann zu der Gründung von dem Sportverein Fierce Run Force? Hängt ganz stark mit meiner eigenen Geschichte zusammen. Ich habe 2019 einen Ermüdungsbruch erlitten, was für mich ein sehr drastischer Einschnitt war. Das war ein Ermüdungsbruch im Kreuzbein und es war ein Ermüdungsbruch 3. Grades. Es gibt 4 Grade und das hat mir dann schon sehr stark verdeutlicht, dass es, da es ja auch ein Riesenknochen ist, ein sehr großer Spalt ist. Also auch beim MRT hat mich kurz sogar auch der Arzt reingerufen und es mir nur kurz gezeigt, bevor ich den Befund bekommen habe, dass ich selbst als Laie das nicht direkt erkennen konnte. Und ich kannte natürlich Stressfaktoren, wusste aber auch im Leistungssport, dass da natürlich gewaltig was schiefläuft.
habe gleichzeitig aber auch in meinem Umfeld wahrgenommen, ich war ja dann schon einige Jahre im Hobbysport unterwegs, natürlich verhältnismäßig ambitioniert, was so Halbmarathon betrifft, wenn es so Richtung 1:20 geht. Aber in dem Umfeld ging es eigentlich wirklich um Hobbysport. Und Hobbysport bedeutet für mich halt Gesunderhaltung in erster Linie und vor allem auch Gesundheitssport. Und fand es halt sehr erschreckend, dass sehr viele Frauen in dem Umfeld Ermüdungsbrüche erlitten haben. Hab das nicht verstanden, weil ich dachte, das gehörte hier schon mal gar nicht her. Und dann war es vielleicht, hätte es sollen sein, dass es mir dann selbst widerfährt, damit ich mich vielleicht damit mal auseinandersetze. Und entsprechend war ich dann bei der Sportmedizin, bis wir dann alles ausgeschlossen haben und dann natürlich das MRT mehr gesagt hat. Und dann hatte ich zwar einen Befund, aber ich hatte keine Ursachenforschung und wurde halt mit dem Befund nach Hause geschickt, was mich sehr gefuchst hat und total geärgert hat, weil ich natürlich wissen wollte, wo kommt das her? Also wie kann das sein? Wieso ist es nach dem Leistungssport passiert? Warum ist mir das überhaupt passiert? Und ich wusste halt, die haben eine Knochendichte-Messung mit mir gemacht, die haben auch meinen Hormonspiegel gemessen. Und das waren so meine Anhaltspunkte. Und einen anderen Faktor, das mir auch mitgeteilt wurde, die Sportmedizin ist mit der Gynäkologie nicht so gut. Da war bei mir auch direkt so, also irgendwie passt das für mich nicht zusammen. Dann wollte ich natürlich von jetzt auf gleich eine eierlegende Wollmilchsau finden, die quasi Sportmedizin und Gynäkologie abdecken kann. Hab den Versuch gestartet, ist mir nicht ganz geglückt. Bin aber inzwischen total happy, dass ich eine Sportmedizinerin gefunden habe, die sich auf Frauengesundheit spezialisiert, mit der ich sehr, sehr eng zusammenarbeite. Und so habe ich quasi aus meiner eigenen Geschichte plus, dass ich in dem Jahr nach meinem Ermüdungsbruch ein Projekt in die Hand bekommen habe, wo ich 12 Frauen auf einen Halbmarathon vorbereiten durfte. Was für mich dann hieß, okay, das möchte ich mindestens zu 100% machen. Ich möchte, dass diese Frauen als Team an den Start gehen. Leider war es das Jahr 2020. Die Corona-Pandemie, dementsprechend hat der Halbmarathon nicht stattgefunden, zumindest nicht im offiziellen. Ich habe das dann ganz schnell umgeändert und von den 12 Frauen waren es relativ schnell 30, die ich 12 Wochen lang vorbereiten durfte. Und diese zwei Momente haben sich dann irgendwie zusammengefügt, dass ich gemerkt habe, okay, Frauen haben schon mal nochmal ein anderes Bedürfnis in dieser Community, in dieser Running-Community in Berlin und in der ich mich da bewegt habe, war ich halt die Frau, die vorne in der Spitze mitlaufen weil ich aus dem Leistungssport kam. Aber in der Regel sich das Ganze eigentlich halt eher an den Männern orientiert hat und die Frauen eher hinten übergefallen sind und dementsprechend teilweise halt auch einfach diese Verletzungen erlitten haben. Und dann war mir klar, erstens möchte ich weiterhin Frauen betreuen und da irgendwie eine bessere Möglichkeit finden, es ihnen gerechter zu werden im Hobbylaufsport. Und auf der anderen Seite habe ich versucht, Lösungen zu finden und meine Ursache zu finden. Und dann hat sich das am Ende des Tages zusammengefügt. Und dann vor 2 Jahren kam dann halt die Entscheidung, da ich aus dem Leistungssport komme, möchte ich halt nicht nur was für den Breitensport bewegen und ich sehe ganz klar, okay, der Breitensport kann ganz viel auch nach oben bewirken, aber gleichzeitig möchte ich halt auch im Systemsport was verändern. Das war mit einem Grund für die Vereinsgründung, damit wir Teil des Systems sind, offiziell, und natürlich auch die Vereinsform ist grundsätzlich auch interessant für uns, für Platzzugänge, für Trainingsmöglichkeiten, aber ja, genau, das waren so die zwei Faktoren, die da zusammengekommen sind. Was waren das damals so für Umfänge, die du trainiert hast, als du den Ermüdungsbruch erlitten hattest? Das ist eine sehr gute Frage. 100% kann ich es jetzt nicht auf die Zahl genau sagen. Es waren auf jeden Fall hohe Umfangzahl, weil es zu dem Zeitpunkt ein Rennen gab, auf das wir uns vorbereitet haben, beziehungsweise 2 Jahre davor war das. Das war ein Ultrarennen von LA nach Las Vegas in der Staffel und ich war da die einzige Frau am Start. War auch am Ende des Tages die zweitmeisten, die längste Distanz gerannt ist in Summe. Also ja. Zwischen 75 und 85 Kilometer innerhalb von 39 und einmal 42 Stunden. Ja, das war dann halt ein extremer Wandel von Mittelstrecke rüber irgendwie zu diesem extremen Rennen, wo ich danach auch erst meinen ersten Halbmarathon gelaufen bin. Da haben wir teilweise halt auch 2 bis 3 Mal am Tag trainiert, weil wir stimulieren wollten, wie das ist, mehrmals am Tag zu laufen, weil es ja eine Staffel war. Also man läuft die Distanz nicht durch, sondern man läuft sie in Abschnitten, kann sich die auch individuell einteilen. Was aber auch noch natürlich ein Faktor war, ich kam aus dem Leistungssport, ich kam aus dem Studium, ich habe das neben dem Studium gemacht noch und bin dann halt in meinen ersten Job gekommen. Das hat natürlich auch eine Riesenveränderung mit sich gebracht, bin nach Berlin gezogen. Das sind halt viele Faktoren, die da zusammengekommen sind, die natürlich einen Einfluss auf die Stressfaktor hatten. Aber du hast gesagt, du hast dann auch schlussendlich auch eine Ärztin gefunden, die dir weiterhelfen konnte und dass du auch noch den Kontakt zu ihr pflegst. Würdest du da die Kontaktdaten auch weitergeben? Weil ich glaube, das ist auch so eine Frage oder ein Gedanke, der dann auch sofort in den Sinn kommt, wenn man das hört, dass man da endlich jemanden gefunden hat, der einem dann auch weiterhelfen konnte. Auf jeden Fall gebe ich sehr gerne weiter. Wir haben uns gar nicht direkt danach gefunden. Es hat auch natürlich leider ein bisschen gedauert.
Aber inzwischen ist sie ein ganz wesentlicher Bestandteil und wir haben es nochmal im Nachhinein aufgearbeitet, auch wenn da ein bisschen Zeit dazwischen lag. Das ist nämlich, glaube ich, tatsächlich, oder das ist sehr häufig das Problem, dass man dann, man hat zwar, das habe ich auch schon sehr oft gehört, auch von weiblichen Gästen aus dem Podcast, dass sie ähnliche Problematiken hatten mit Ermüdungsbrüchen auch immer wieder und die dann die Diagnose bekommen haben, Knochenödem, aber nie gesagt werden konnte, womit es dann tatsächlich zusammenhängt und sie dann ewig gebraucht haben, jemanden zu finden, die ihr dann helfen konnte. Und weil es dann, dann schlussendlich ging es dann tatsächlich um bestimmte Hormonwerte, die nicht gestimmt haben, ist dann aber immer ein sehr, sehr langer und ja auch frustrierender Weg war, bis es dann zu einer Diagnose gekommen ist. Auf jeden Fall. Aber das andere Thema ist halt auch so, unser Gesundheitssystem bildet das ja auch nicht so 100% ab. Also die Voraussetzungen, die da sind im Gesundheitssystem, diese geringen Beratungszeiten sind halt ein Riesenproblem. Das ist halt auch was, warum ich mich noch tiefer gehend mit dem Thema beschäftigt habe und warum ich auch in dieses Coaching gehe, weil ich in dem Moment halt eine Rolle einnehme, wo ich quasi eine gute Vermittlerin sein kann auf der einen Seite und vor allem auch die Patientin oder Athletin auch auf den Arztbesuch vorbereiten kann, damit am Ende das richtige Ergebnis rauskommt, weil diesen Beratungsumfang, der eigentlich dahinter steht, der wird halt aktuell von unserem Gesundheitssystem nicht abgebildet und der bezahlt am Ende des Tages dann halt die MedizinerInnen nicht. Also es ist im Prinzip zum einen eine bestimmte Trainingsmethodik, das zyklusbasierte Training, was du weiter vorantreiben möchtest, aber auf der anderen Seite auch ein Bewusstsein schaffen für die Herausforderungen, vor denen Frauen da tatsächlich stehen im Rahmen von Training in dem Bereich oder insgesamt dem zyklusorientierten Training. Auf jeden Fall, also aber auch übers Training hinaus, also ganzheitlich einfach schlecht. Frau wird in der Wissenschaft nicht abgebildet oder einfach zu gering. Wir haben halt einfach eine Studienlage, wo 6% Frauen mit in die Studien einbeziehen und da müssen wir da dann auch nochmal differenzieren. Also Frauen im gebärfähigen Alltag sind nochmal andere Frauen als die in der Perimenopause oder in der Menopause. Also wir durchlaufen ja verschiedene Phasen und vor allem halt die gebärfähigen Frauen werden nicht abgebildet und das ist halt das, wo es um den Einfluss des Zyklus geht. Das liegt einerseits daran, dass natürlich mit einem höheren Aufwand verbunden ist, andererseits natürlich dann mit einer Finanzierung, die dahinter steht. Und häufiger ist es halt wirklich so, Frauen machen Forschung für Frauen, also brauchen wir auch mehr Frauen in der Forschung. Also das ist ein riesengroßes Thema. Ja. Und das ist halt was, wo ich halt ganzheitlich versuche anzusetzen. Es sieht immer so klein aus, wenn ich sage, okay, ich bin Coachin für Laufen, Menstruationszyklus und Hormone. Aber ich habe irgendwo so einen gewissen, ich würde sagen, auch ein Aktivismus dahinter, wo ich versuche, halt Veränderungen zu schaffen. Und deswegen war es mir auch so wichtig, für den Verein halt ins System reinzukommen. Der DOSB hat uns auch im ersten Jahr direkt wahrgenommen, dass wir da sind, dass wir das machen, dass wir die Ersten damit in Deutschland sind. Und das ist ja auch schon mal ein gutes Zeichen, dass wir da irgendwie was anstoßen können. Ich habe mich ja vor einigen Wochen mit Maya Seite unterhalten, rund um das Thema weibliche Zyklus. Und wir sind auch schon so ein bisschen in zyklusorientierte Training eingestiegen, beziehungsweise haben es so leicht angeschnitten und haben uns auch so ein bisschen darüber unterhalten, wie so die Mikronährstoffversorgung für Frauen aussehen sollte. Magst du vielleicht nochmal ein bisschen tiefer einsteigen in die Materie in Bezug auf das zyklusorientierte Training, wie das sich vielleicht zu den traditionellen Trainingsmodellen unterscheidet und wie das vielleicht auch bei dir im Verein in den Trainingsgruppen realisiert wird? Ja. Was ja auch eine sehr, sehr individuelle Geschichte dann. Ja, es ist definitiv eine sehr individuelle Geschichte. Ich glaube, das ist das, was zuerst vorweggestellt werden muss. Also wir sind total individuell, genauso individuell sind auch unsere Menstruationszyklen. Diese Mythen, dass sich, wenn Frauen lang zusammen sind, die Menstruationszyklen alle angleichen, ist bis heute nicht wissenschaftlich bestätigt. Dementsprechend ist das, wenn dann, ein Zufallsprodukt. Deswegen heißt es auch nicht, dass wir immer im gleichen Zyklus sind. Das sehe ich natürlich auch im Training. Also das ist natürlich dann auch ein Faktor, wo ich ansetzen kann. Kommunikation über den Menstruationszyklus, was auch eine wesentliche Basis überhaupt ins menstruationszyklusorientierte Training überhaupt einzusteigen, dass wir offen darüber sprechen. Davor kommt aber eigentlich erstmal das Verständnis über den Menstruationszyklus. Was steckt aber drin? Was passiert überhaupt in meinem Körper? Welche Hormone haben irgendwie eine Rolle? Und das sind so sozusagen die Grundlagen. Für uns ist es total normal, über den Menstruationszyklus zu sprechen, aber ich glaube, damit sind wir die Ausnahme. Ich frage halt jedes Mal beim Training meine Athletinnen, an welchem Tag sie sind und bitte sie dann darum, auch so ein bisschen in Relation zu setzen, wie es ihnen geht und heraus zu kristallisieren. Und das ist ja auch nicht was sie von vornherein lernen, sondern auch zu verstehen, hängt es jetzt mit meinem Menstruationszyklus zusammen oder sind es andere Faktoren, die darauf Einfluss nehmen? Und das ist ja auch was wir uns irgendwie vor Augen führen sollten. Also der Menstruationszyklus ist ein wichtiges Tool, was wir definitiv berücksichtigen sollten, aber es ist nicht das, was den einzigen Rahmen bietet, sondern es ist ein Faktor, den wir nicht außer Acht lassen dürfen. Auf der anderen Seite, bevor wir überhaupt irgendwie anfangen, ein Training umzustellen, geht es vielmehr darum, erstmal anfangen zu
den Menstruationszyklus bewusst zu tracken. Das hattet ihr ja, glaube ich, auch in der letzten Folge besprochen, dass es darum geht, mindestens mal 3 Monate ja. da intensiv mit zu beschäftigen. Und dann... Ist das auch sowas, was du als Mindestwert ansiehst? Oder sagst du, da, es macht Sinn, da vielleicht sogar noch einen längeren Zeitraum ins Auge zu fassen? Es ist das Minimum, sagen wir es so. Okay. Mehr ist natürlich immer besser, um Vergleichswerte zu haben, aber es sollte ein Minimum von 3 Monaten ist definitiv sinnvoll, weil auch da, wir haben die Möglichkeit, dass, oder es besteht einfach die Möglichkeit, dass mindestens 1 bis 2 Zyklen im Jahr anovulatorisch sind und das ist auch noch normal. Ja. Das ist auch nochmal ganz wichtig, aber da kommen wir jetzt wieder zum nächsten Punkt. Fürs menstruationszyklusorientierte Training und gerechte Training brauchen wir auch eine Eisprungbestimmung. Es ist ja schön und gut, wenn wir die Menstruation wahrnehmen und wir da halt wissen, okay, ab jetzt können wir zählen. Es ist nicht zwangsläufig der Start der Menstruation, aber es ist das, was wir am besten wahrnehmen können und deswegen können wir das als Parameter nutzen. Aber viel wichtiger ist halt die Eisprungbestimmung, die teilweise aber leider auch in Studien nicht wirklich berücksichtigt wurde, was wiederum nochmal interessant ist. Wir haben wenige Studien und dann haben wir auch noch einen Qualitätsmangel teilweise bei den Studien, weil auch da natürlich erstmal Wissen erlangt werden musste, damit wir wissen, wie wir es richtig durchführen. Und wenn wir dann halt Studien haben, wo trotzdem Athletinnen drunter sind, die zwar menstruieren, aber trotzdem einen viel zu langen Menstruationszyklus haben und somit auch wiederum das eine Zyklusstörung ist, ist das natürlich auch wieder ein verfälschtes Ergebnis. Also ist das auch ein wesentlicher Faktor, den Eisprung überhaupt zu bestimmen, um dann überhaupt irgendwie mit einer Trainingsanpassung beginnen zu können. Weil wenn ich das nicht weiß, dann weiß ich nicht, wann die zweite Zyklushälfte anfängt. Wie kann man den am besten bestimmen? Das Wichtigste ist einmal die Basaltemperatur. Das ist ein Faktor, das ist quasi die Körpertemperatur, die jeden Morgen, also wir brauchen den niedrigsten Wert am Tag, also morgens im Ruhezustand, bevor wir aufstehen. Und dann im besten Fall, und das ist total wichtig eigentlich, dass es jeden Tag die gleiche Uhrzeit ist. Es gibt natürlich Tage, wo das nicht funktioniert, dann ist es aber was wir ausklammern müssen. Aber Prinzip gilt, morgens gleiche Uhrzeit und 3 Minuten lang wird die gemessen. In Kombination mit dem Zervixschleim, der sich angeschaut wird, weil dann haben wir immer den Östrogen- und den Progesteronmarker und die beiden sind ja unsere Hauptplayer mehr oder weniger im Menstruationszyklus und wir müssen beide bestimmen, sonst haben wir keine adäquate Aussage. Wenn dann im Prinzip da eine gewisse Datengrundlage vorhanden ist und man sagt, wir können da jetzt richtig ins zyklusbasierte Training einsteigen. Und du hast eben schon angedeutet, du fragst auch immer deine Athletinnen, an welchem Tag seid ihr heute und fragst auch nach dem körperlichen Befinden an dem Tag. Aber wie sieht es dann konkret im Training aus? Also es ist, man hat ja aus dem traditionellen Training oder ich sag mal aus den Trainingsplänen, so wie ich sie kenne, hat man 2-3 Wochen im Voraus immer schon die Trainingsinhalte, die dann so grob feststehen. Ist das dann im zyklusbasierten Training schon alles höchstwahrscheinlich viel flexibler und man hat bestimmte Einheiten oder Reize, die man setzen kann in einem bestimmten zeitlichen Bereich, die dann aber doch um vielleicht mehrere Tage nach vorne oder nach hinten verschoben werden? Oder wie sehe das aus? Ja, genau. Also es geht wirklich darum, eine gewisse Flexibilität beizubehalten. Deswegen ist es immer so schwierig, pauschalisierte oder standardisierte Trainingspläne gibt es halt aktuell nicht, weil es keinen Sinn ergibt, weil nicht alle Frauen einen 28-Tage-Zyklus haben. Deswegen brauchen wir ja die Individualisierung. Wir brauchen die Flexibilität, dass wir schieben können und immer eine Option haben. Das ist das Allerwichtigste. Und es gibt natürlich so ein grobes Schema, aber das ist halt einfach nur eine Orientierung, um zu wissen oder zu verstehen, wie Östrogen und Progesteron sich verhalten im Körper. Aber das heißt nicht, dass es zwangsläufig auf jede gestülpt werden kann. Es hat viel mit Austausch, viel mit Feedback zu tun. Und deswegen ist es immer so schwierig, wenn halt diese Schemen, die auch ganz viel auf Social Media natürlich kommuniziert werden, immer so allein da stehen. Und das kann natürlich genauso auch dazu führen, dass Athletinnen daran verzweifeln, weil sie meinen, sie passen nicht in dieses Schema rein. Dass ich in der ersten Zyklushälfte, weil Östrogen ja anabol ist, also eher muskelaufbauend, intensiver trainieren können. Und ab der zweiten Zyklushälfte Progesteron und Cortisol ja eher katabol wirken. Gerade wenn wir halt einen Stressor wie Training, also ein sehr intensives Training reingeben, steigt natürlich das Cortisol und minimiert unser Progesteron. Kann das sich natürlich negativ auswirken und dementsprechend natürlich in Beschwerden münden, im allerschlimmsten Fall in einer ausbleibenden Menstruation beziehungsweise im ausbleibenden Eisprung, der das eigentlich dann auch ist. Deswegen grundsätzlich können wir uns daran orientieren, dass es vielen Frauen helfen kann, in der zweiten Zyklushälfte moderater zu trainieren. Grundsätzlich ist der Menstruationszyklus aber nicht unser einschränkender Faktor, die Menstruation genauso wenig.
Und wenn wir einen gesunden Menstruationszyklus haben, dann haben wir in der Regel auch keine Beschwerden. Das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig. Wir müssen dieses Umdenken vor allem mal hinbekommen, dass es nicht pauschal heißt, einen Menstruationszyklus zu haben, dass der immer mit Beschwerden verbunden ist. Obwohl das eigentlich eher als normal angesehen wird. Das ist das Einzige, was die Mehrheit kennt. Also Schmerzen gehören zur Menstruation dazu, Schmerzen gehören zur prämenstruellen Phase dazu, Beschwerden gehören dazu. So wird leider häufig auch dann in der gynäkologischen Behandlung zu häufig auch damit umgegangen, dass es normal ist. Deswegen haben wir auch dieses Thema mit Endometriose, wo sehr viele Frauen betroffen von sind, bis heute es aber noch keine genaue Diagnostik gibt, beziehungsweise auch Behandlung, weil es einfach immer als normal hingenommen wird und man müsste das einfach hinnehmen. Wie ist denn dann jetzt so nach ein, zwei Jahren deine Erfahrung mit deiner Trainingsgruppe oder mit deinen Trainingsgruppen? Ja, sehr gut. Also das Schönste ist immer, also ein ganz toller Erfolg war, dass wir, man muss es immer ganzheitlich betrachten. Also ich würde noch mal gerne rauszoomen, weil viele immer nur daran denken, Zyklus, ich sage gerne auch gerechtes Training, das trifft es vielleicht noch mal besser, beziehungsweise ich tue mich mit dem Begriff grundsätzlich schwer, weil er einfach nicht das abbildet, was er abbilden sollte. Und das ist einfach ein ganzheitlicher Ansatz, wo wir den Menstruationszyklus als Parameter nehmen. Gleichzeitig können wir die Menstruation als Warnsignal ganz gut nutzen, wo wir einen tollen Vorteil haben, dass wir die Menstruation haben. Und gleichzeitig müssen wir aber natürlich auch auf Regeneration, Ernährung, ganz wichtiger Faktor, Schlaf achten und das ganzheitlich zusammenpacken und nicht einfach nur sagen, hier ist der Menstruationszyklus und das ist jetzt der allentscheidende Faktor und deswegen ändern wir das Training. Viel früher müssen wir da in der Regel auch schon bei der Ernährung ansetzen, was ein ganz, ganz wesentlicher Faktor ist. Und das ist was, was mir total bewusst geworden ist durch Fierce Runforce und durch die anderen Geschichten meiner Athletin, weil ich kenne ja nur meine eigene Geschichte seit 30 Jahren und dann mal einen Einblick zu bekommen, wie geht's anderen Frauen damit und wo einfach fast 95% ein Riesenthema mit der Ernährung haben. Das muss nicht zwangsläufig eine Essstörung sein. Es kann auch einfach ein restriktives Essverhalten sein oder es kann einfach ein unbewusstes, unterkalorisches Essverhalten sein. Und das ist halt eigentlich mit eines der größten Themen, die eine ganz große Rolle spielen und die einen ganz starken Einfluss auf unsere Zyklus- und Hormongesundheit haben. Dieses RED-Syndrom quasi, dass man zu wenig Kalorien zu sich nimmt bei zu hohen Kalorienumsätzen, gerade wenn man hohe sportliche Umfänge betreibt. Das relative Energiedefizit. Oder auch unabhängig davon. Genau, also es muss nicht zwangsläufig der Sport sein. Natürlich bewegen wir uns jetzt im Sport. Und da ist es halt auch nochmal wichtig, sich bewusst zu machen, dass in der zweiten Zyklushälfte Heißhungerattacken auch daher kommen, dass wir einfach einen höheren Kalorienumsatz haben. Weil was passiert denn in unserem Körper? Also da passiert ganz viel. Die meiste Energie fließt natürlich zu dem Zeitpunkt in unsere Gebärmutter, weil sich der Körper auf eine mögliche Schwangerschaft vorbereitet. Dementsprechend braucht er hat er einfach einen höheren Umsatz. Und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Faktor, den die Mehrheit einfach gar nicht weiß. Sie nehmen wahr, dass sie einen Heißhunger haben, aber sie wissen natürlich nicht, wo es herkommt. Und wenn wir dann natürlich, dann ist der Körper nicht doof, der möchte dann Energie haben und der führt uns dann aber natürlich eher zu den zuckerhaltigen Sachen oder eher dem Fastfood, weil er möchte es jetzt uns sofort haben. Und da können wir halt auch präventiv handeln, wenn wir da einfach schon grundsätzlich viel mehr mit vollwertigen und hochwertigen Kohlenhydraten arbeiten. Und das ist ein Faktor, also dass wir, und auch da, wenn wir in der zweiten Zyklushälfte, wenn das einfach auch nur kleine Kalorienbeträge sind, die zu wenig da sind, summieren die sich über die Tage hinweg auf. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig, das vor Augen zu führen, dass das eine Summe ergibt und es ist nicht jeder einzelne Tag steht für sich. Und wenn wir dann natürlich noch hochintensiv trainieren, wird es natürlich noch schwieriger, das abzudecken. Und dann leben wir in einer Gesellschaft, wo wir in einer Diätenkultur groß werden, wo wir uns genau, oder auch Ernährungsformen, die da existieren, wo wir auch hinterfragen sollten, an wem wurden die getestet und an wem wurden sie nicht getestet. Und in der Regel sind diese Ernährungsformen, sowas wie ketogene Ernährung oder auch intermediäres Fasten, das ist was, was aus der Medizin kommt. Das sollte auch mit ärztlicher Betreuung maximal gemacht werden. Und das sind halt auch ganz, ganz große Thematiken. Gerade auch im Breitensport, gerade dieses Fasten ist ein Riesenthema, weil das ist ja eine Frau, die sich trotzdem auch also nicht nur im Sport bewegt. Sie versucht halt dieses Bild, was sie aus irgendwelchen, dieses Idealbild zu erreichen, was sie aus irgendwelchen Werbung kennt. Gleichzeitig sieht sie die Leistungssportlerin, möchte da leistungstechnisch auch auf dieses Niveau kommen, sieht aber nicht, dass sie auch noch einen Job hat, dass sie gegebenenfalls sogar noch Kinder hat. Also da sind halt ganz viele Faktoren, die da zusammenkommen. Deswegen ist es ein ganzheitliches Thema, wo wir die Person als ganze Person betrachten, wo alle Punkte mit reinspielen sollten und es nicht leider so eben mal mit einer
Trainingsanpassung getan ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da so das Thema Regeneration, wenn man das Ganze ganzheitlich betrachtet, auch nochmal viel mehr Raum einnehmen sollte. Gerade auch, wenn man viele andere Verpflichtungen, viele Belastungen hat, dass man das auch viel weiter in den Fokus rückt, als das viele tatsächlich machen. Auf jeden Fall. Also ich bewege mich ja viel im Bereich Halbmarathontraining oder Marathontraining. Marathontraining sehe ich häufig auch sehr, sehr kritisch, weil auch da Bilder entwickelt werden, wo es immer nur um die Erfolge geht, die dargestellt werden, aber nicht, was dahinter steckt. Genau, also Regeneration wird, glaube ich, immer viel und gerne drüber gesprochen, aber es mangelt dann meistens an der Umsetzung. Also wirklich sich die Pausen rauszunehmen, sich zu bewusst zu machen, was habe ich neben dem Sport auch für eine Alltagsbelastung? Was sind da die anderen Faktoren? Und wo habe ich wirklich mal eine Zeit, die ich mir bewusst nehme, wo ich wirklich auch regeneriere? Und genauso auch Schlaf ist unfassbar wichtig. Also ein guter Schlaf und ununterbrochener Schlaf ist ja auch ein ganz wesentlicher Teil der Regeneration. Genauso aber auch die Ernährung, die in die Regeneration mit reinspielt. Also auch da wurde über Jahre, gab es halt Vorgaben, wann wir essen sollen nach dem Training oder wann es ausreicht. Aber für Frauen gibt es halt da einfach eine viel kürzere Zeitspanne. Und wir sollten uns auch einfach direkt unmittelbar nach dem Training versorgen und vor allem auch mit Proteinen, damit wir erstens in die Regeneration gehen können und entweder eine Aufrechterhaltung der Muskulatur oder auch natürlich einen Aufbau bewirken können, weil wir halt das Thema haben, auch gerade in der zweiten Zyklushälfte ist es nochmal total wichtig, weil da ja Progesteron eher dominiert, dass wir da den Körper unterstützen, dass wir das, was wir davor trainiert haben, auch erhalten können. Und deswegen in der zweiten Zyklushälfte ist die Regeneration unfassbar wichtig. Der Körper ist zudem in dem Zeitpunkt, wie ich ja auch gesagt habe, in der Vorbereitung auf eine mögliche Schwangerschaft, unabhängig davon, ob wir die anstreben oder nicht. Es ist einfach naturgegeben. Und dementsprechend braucht er da schon mehr Energie. Gleichzeitig hat er mehr Progesteron, was dominiert. Und somit brauchen wir da in der Regel auch, können wir einfach auch mehr Ruhephasen einlegen. Das heißt nicht, dass sich das negativ auswirkt. Es kann einfach positiv sich auswirken, weil die Regeneration in dem Moment halt genauso wichtig ist wie das Training oder einfach ein essentieller Bestandteil. Und das, glaube ich, müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Aber es ist ganz, ganz schwer, das in den Köpfen zu ändern, weil wenn wir jahrelang andere Dinge erlernt haben oder damit groß geworden sind, hat das viel damit zu tun, auch gewisse Denkweisen oder auch Themen, die uns oder auch Darstellungen, die uns von außen irgendwie beeinflussen, irgendwie aus den Köpfen wieder rauszubekommen. Also das ist viel, viel mehr Grundarbeit, bevor wir wirklich am Training schrauben. Ich kann mir vorstellen, dass du auch viel Überzeugungsarbeit leisten musst oder eben auch viel mit alten Mythen aufräumen musst. Auf jeden Fall. Also ich glaube, einer der schlimmsten Mythen, der liegt jetzt nicht bei den Athletinnen selber oder vielleicht teilweise auch, da sind wir auch, würde ich sagen, auch fast vermehrt im Leistungssport, ist dieses Thema, dass es immer noch Trainer gibt, die davon überzeugt sind, wenn ihre Athletin ihren Menstruationszyklus wegtrainiert, das ist ein gutes Training. Das ist tatsächlich ein Mythos, der immer noch verbreitet ist. Mhm. Ja. Also ich meine, in meiner Bubble begegnet er mir inzwischen sehr, sehr selten, aber es ist immer noch ein Thema, was da ist. Und es hat auch viel damit zu tun, dass zu wenig gesprochen wird, also auch mit den Athletinnen selber. Und ich kann mir halt auch einfach vorstellen, im Leistungssport, gerade in der oberen Spitze, werden die Gruppen sehr, sehr klein und sind meistens auch in der Regel weniger Frauen in der Trainingsgruppe. Meistens sind sie auch allein unterwegs, dann hat man noch weniger Austausch. Mhm. Das sind halt auch einfach so Barrieren, die noch mit dazukommen. Und gegebenenfalls hat es auch einen Einfluss, dass wir, dass es auch vielleicht ein Generationsthema ist, auch ältere Trainer. Es gibt keine pauschale Aussage jetzt zum Alter, aber es hat auch ein bisschen was mit der Generation zu tun. Wenn wir in unterschiedlichen Generationen aufwachsen, ich meine, die jetzige Generation Z wachsen schon ganz anders auf. War ich schon an Schulen, habe Vorträge gehalten und fand es total spannend. Die sind da viel, viel offener. Die haben viel, viel mehr Berührungspunkte mit dem Thema. Deswegen, es ist natürlich auch gesellschaftlich geprägt. Und es ist immer noch ein Tabuthema, was es nicht sein sollte, weil ohne Menstruation wären wir alle nicht auf der Erde. Ja. Sonst gäbe es uns nicht. Und das sollten wir uns alle mal bewusst machen. Und genau deswegen hat das viel auch mit Kommunikation zu tun, mit der richtigen Kommunikation, mit der Art und Weise, mit gewissen Themen wie Kommentare, die kommen, wie hast du wieder deine Tage? Das ist jetzt kein Mythos, aber das sind halt so die Sprüche, ich glaube, die hat, ich lehne mich jetzt weiter aus dem Fenster, aber jede Frau und jede menstruierende Person mindestens einmal in ihrem Leben schon mal gehört. Und das sind halt Phrasen, die uns ganz und gar nicht nach vorne bringen, sondern genau das Thema noch mehr triggern und noch mehr zum Tabuthema machen.
Aber ich kann mir vorstellen, dass du dann das ein oder andere Mal doch die Luft anhalten musst, bevor du dann eine Antwort gibst. Weil gerade auch der Mythos, dass wenn man sich die Menstruation wegtrainiert, dann ist es ein gutes Zeichen. Das ist ja schon mehr als erschreckend. Also, und dass sowas tatsächlich auch noch im Jahr 2024 irgendwie verbreitet ist, überrascht mich tatsächlich auch. Ja, also wird man immer wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen geholt und vielleicht aus der eigenen Bubble mal wieder ein bisschen rausgeholt. Aber das zeigt halt auch noch, wie weit der Weg am Ende des Tages noch ist. Also ich meine, genauso haben wir ja auch Debatten über das Thema Menstruationsurlaub. Da gibt es ja auch zwei Lager am Ende des Tages. Natürlich ist das keine pauschale Lösung, aber wenn wir jetzt Personen haben, die von Endometriose betroffen sind und die und ihnen das hilft oder von wirklich einer beschwerdereichen Menstruation betroffen sind, dann ist das total essentiell. Aber es heißt jetzt nicht, dass mit dem Menstruationszyklus alles abgegolten ist. Das ist ein erster Schritt. Und dann geht es vor allem auch darum, dass wir in der Verantwortung sind, dass Aufklärung stattfindet, dass mehr Wissen verbreitet wird, dass mehr Forschung betrieben wird und dass wir einfach mehr wissenschaftliche Grundlagen haben, damit wir bessere Lösungen finden und ja, wir die Mehrheit dazu bewegen oder dazu bringen können, dass sie einen gesunden Menstruationszyklus haben und einen beschwerdefreien, was ja auch nochmal interessant ist. Also heutzutage haben wir auch in der Regel viel längere Zyklen, als es in der Vergangenheit war. Erstens werden wir älter und zweitens haben wir in der Regel auch weniger Geburten, was natürlich dann auch mehr Zyklen, mehr Beschwerden, längere Leidenswege auch natürlich leider begünstigt. Und das wäre schön, wenn wir langfristig da einen Umkehrschluss hinbekommen. Ja, aber so wie du das insgesamt beschreibst, ist ja das zyklusgerechte Training ja nicht nur auf die Steigerung der Leistungsfähigkeit oder eine Verhinderung von Verletzungen ausgerichtet, sondern da geht es ja im Prinzip noch um viel, viel mehr. Ja, es geht vor allem darum, einen gesundheitsfördernden Sport zu haben und zu verstehen, wie kann ich mir meine Hormone zu Nutzen machen und wie kann ich sie positiv nutzen. Und was mir auch nochmal besonders wichtig ist, ist auch meistens die erste Frage, die kommt. Ja, was ist, wenn der Wettkampf auf die Menstruation fällt? Also die Menstruation ist nicht pauschal unsere Schwachstelle. Ich glaube, das ist nochmal ganz, ganz wichtig, was wir lernen müssen und aus den Köpfen kriegen müssen. Und natürlich im Training können wir das berücksichtigen, dass wir da einfach das Training reduzieren, aber auch da ist es wichtig, in Rücksprache zu gehen und in der Regel, aus meiner Erfahrung, Tag 1 bis 2 sind die Tage, wo es sich lohnt, auch rauszunehmen. Wie gesagt, wir sind super individuell, also jede Athletin reflektiert es dann halt anders, aber das ist so ein bisschen der Querschnitt. Aber ein Wettkampf ist ja ein punktuelles Ereignis. Also das heißt ja nicht, nur weil ich die Menstruation habe an diesem Wettkampf, dass ich alles, was ich an Leistung aufgebaut habe, revidiere. Es geht vielmehr darum, erstens, wie schaffen wir es, dass die Athletin ohne Beschwerden an den Start geht? Und wie schaffe ich es, dass sie sich sicher fühlt? Also, dass sie erstens keine Probleme damit hat oder Angst davor hat, dass sie irgendwie ausläuft oder dass man das sehen könnte. Das sind Faktoren. Und dann einfach es ist ein sehr mentaler Faktor, den wir dann auch mit einbeziehen sollten, da einfach viel positiver mit umzugehen. Und ich zum Beispiel hatte letztes Jahr fast alle meine Wettkämpfe sind auf meine Menstruation gefallen und ich bin trotzdem habe ich sehr gut abgeschnitten und es hat mir keinen Abbruch getan, weil ich einfach versuche, mich da auch mental positiv drauf einzustellen. Ich sehe es nicht als Hindernis in dem Moment. Ich weiß, im Training kann ich mir dann die Zeit, die ich brauche, gönnen und es rausnehmen und priorisiere einfach im Vorfeld die Faktoren, die wichtig sind, die Ruhe und die Regeneration vor dem Wettkampf. Aber heißt nicht zwangsläufig, dass der Wettkampf dann schlecht läuft. Auf der anderen Seite kann es auch Druck wieder rausnehmen. Wenn ich weiß, ich kann da einfach wirklich nicht performen, gibt es natürlich immer auch, dann kann ich das für mich auch mental sozusagen auch so verbuchen und muss mich nicht fertig machen dafür, dass es jetzt nicht so gut gelaufen ist. Aber prinzipiell finde ich wichtig, dass wir vor allem da ein Umdenken schaffen, dass es nicht das ist, was unsere Schwachstelle ist und dass es immer nur negativ behaftet ist, damit ich glaube, das würde ganz viel dazu beitragen, dass wir einfach auch positiver zu unserem Menstruationszyklus stehen. Und ja, es nicht immer nur diesen einen negativen Faktor gibt. Als ich mich auf die Folge vorbereitet habe, war für mich gedanklich der Fokus noch mehr so auf die Trainingsplangestaltung, die angepasst ist an den Menstruationszyklus. Jetzt ist es eher so, dass es wirklich 50-50 ist zwischen den Trainingsinhalten und alten Denkmustern aufbrechen. Also dass es oder gefühlt fast mental oder dass ein Ummodellieren des Mindsets tatsächlich noch wichtiger ist als die Trainingsinhalte, wobei ich die gar nicht schmälern möchte. Aber es ist doch schon ein sehr, sehr großer Anteil. Auf jeden Fall. Das heißt, ich finde, es ist ein sehr, sehr wichtiger und großer Anteil. Und gleichzeitig für die Trainingsform haben wir einfach auch noch keine wissenschaftlichen Belege. Deswegen ist es da nochmal ganz relevant, dass wir erstmal wirklich bei den Grundlagen anfangen. Und das ist wirklich ein wesentlicher Faktor,
gerade wenn wir auch im Breitensport unterwegs sind, sind da einfach so viele Faktoren, die da mit reinspielen. Und wir leben ja nicht alle in einer isolierten Bubble und es gibt einfach Einflussfaktoren, die von außen auf uns einprasseln. Und die sind da und die sind auch nicht zu revidieren. Die müssen wir einfach mit einrechnen und da die Grundlage bilden, damit wir überhaupt in die Trainingsgestaltung gehen können. Aber ist das zyklusgerechte Training ein Ansatz für alle Frauen? Nein, weil erstens haben wir das Thema, dass Frauen sich über ihr Leben hinweg in verschiedenen Phasen befinden. Also fangen mit der Pubertät an, dann kommen wir in die fruchtbaren Jahre, ins fruchtbare Alter. Dann kann eine mögliche Schwangerschaft auftreten, das ist wiederum ein anderer Faktor. Dann gibt es natürlich auch Frauen, die hormonell verhüten. Dann haben wir noch die Perimenopause und die Menopause. Also zyklusgerechtes Training funktioniert für Frauen im fruchtbaren Lebensalter, die nicht schwanger sind, nicht hormonell verhüten, die einen Eisprung haben, die ihren Menstruationszyklus dementsprechend also auch tracken und keine Zyklusstörung haben. Trotzdem, auch wenn man hormonell verhütet, lohnt es sich mit dem Thema zyklusgerechtes Training oder auch Menstruationszyklus überhaupt auseinanderzusetzen, um einfach mal zu verstehen, was passiert eigentlich in meinem Körper, wenn ich hormonell verhüte, um auch da mehr in die Entscheidung mit einbezogen zu werden, warum oder was macht die hormonelle Verhütung mit meinem Körper und ist es für mich okay, dann ist es auch vollkommen fein. Also es geht nicht darum, die hormonelle Verhütung zu verurteilen, es geht vielmehr darum, diese Entscheidung bewusst treffen zu können, auf Grundlage von Wissen, was passiert eigentlich in meinem Körper und was macht hormonelle Verhütung in meinem Körper. Um sich überhaupt erstmal klar zu machen, welche Nebenwirkungen hat das Ganze? Einfach zu verstehen, okay, die und die Auswirkung hat's. Wenn ich damit fein bin, dann ist es auch vollkommen okay. Aber ich finde es trotzdem wichtig, dass wir das wissen, was im Körper passiert, dass wir quasi bei einer hormonellen Verhütung eine künstliche Lutealphase erzeugen, die natürlichen Hormonlevel runter reduziert werden und wir durch künstliche Hormone, also es ist nicht identisch mit den Hormonen, die wir im Körper haben, die setzen zwar die gleichen Rezeptoren an, aber das ist wie ein Schlüssel-Schloss-Prinzip, das ist halt wie ein kaputter Schlüssel, der nicht so 100% schließt. Dementsprechend resultieren daraus bei sehr vielen Frauen negative Symptome, nicht negative, aber Symptome, die vergleichbar sind mit PMS-Symptomen. Betrifft auch nicht jede Frau, aber es ist halt eine Mehrzahl der Frauen betrifft das. Und gleichzeitig ist es nochmal ein Riesenthema im Sport. Hormonelle Verhütung und eine ausbleibende Menstruation sind total schwierig. Also häufig kommen Athletinnen mit einem ausbleibenden Menstruationszyklus, gehen sie zur Gynäkologin. Und das Erste, was sie machen, sie verschreiben eine hormonelle Verhütung. Aber das ist keine Lösung. Das heißt, weil eine hormonelle Verhütung unterdrückt einen natürlichen Menstruationszyklus. Also es ist, glaube ich, total wichtig, dass man weiß, eine Abbruchsblutung und Menstruationsblutung nicht das Gleiche sind und auch nicht gleichzusetzen sind damit. Auch wenn das häufiger nochmal gesagt wird, also ich hatte da auch das Thema damals mit meiner Gynäkologin, dass sie auch mich so im Glauben hat lassen, dass es total wichtig ist, dass diese Abbruchsblutung passiert und ich deswegen keineswegs die Pille durchnehmen kann, was aber nicht stimmt, weil die Abbruchsblutung einfach auch so ein bisschen eine Erzeugung der Industrie ist, um uns im Glauben zu lassen, dass wir einen gesunden Zyklus haben. Auf der anderen Seite, das gibt einmal die Industrie oder die und auf der anderen Seite auch von der Kirche. Deswegen sollten wir uns das auch, finde ich es wichtig, dass das jede Person, die sich für eine hormonelle Verhütung entscheidet, das auch weiß und sich dem bewusst ist. Und gleichzeitig, wenn wir halt einen ausbleibenden Menstruationszyklus haben und dann eine hormonelle Verhütung draufgeben, dann machen wir keine Ursachenforschung, sondern wir covern quasi, wir verschleiern, dass die Menstruation ausbleibt und das Problem und die eigentliche Ursache ist ja weiterhin da. Dann sollten wir uns halt gerade in Bezug auf Red S Gedanken machen, weil eine ausbleibende Menstruation kann halt langfristig im schlimmsten Fall halt zur Osteoporose führen oder auch zur Unfruchtbarkeit. Und das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig, dass wir uns das vor Augen führen, dass das wichtig ist und da auch noch gerade bei Red S, beim Relativ-Energiedefizit-Syndrom, hängt ein riesengroßer Symptomkomplex dran, der definitiv wichtig ist, dass den Athletinnen wissen, genauso wie Trainerinnen. Was sind da für Symptome, die dir sofort in den Kopf kommen? Also einmal gehen wir zurück vom Red S nochmal zur Female Athlete Triad. Das gab es jetzt als erstes oder das wurde so als erstes als Symptomkomplex zusammengefasst. Das ist ja quasi die Triade aus der Essstörung, der Amenorrhoe und der Osteoporose. Und hat man ursprünglich mal gedacht, dass das nur Athletinnen betrifft. Gerade weil es halt in Verbindung mit der ausbleibenden, also eine Amenorrhoe ist eine ausbleibende Menstruationsblutung und Osteoporose, dass die Knochendichte abnimmt. Essstörung muss es nicht immer zwangsläufig sein. Es kann auch ein restriktives Essverhalten sein oder halt einfach ein unterkalorisches Essen oder halt dieses
zu wenig essen in der zweiten Zyklushälfte. Ein Red S ist dann quasi weiterentwickelt worden, weil es nicht zwangsläufig nur Athletinnen betrifft, sondern es kann genauso auch Athleten betreffen. Aber wir haben halt immerhin den Vorteil, dass wir durch die Menstruation das Warnsignal haben. Und dann ist halt schon sehr viel passiert, wenn die Menstruation ausbleibt. Aber weitere Symptome, die halt damit einhergehen, ist halt einfach, können depressive Verstimmungen sein. Es kann einfach eine dauerhafte Müdigkeit, die Leistung bricht ein. Also wir schaffen einfach auch gar nicht mehr die Leistung, die wir vorgeschafft haben. Wir fühlen uns dauerhaft schlapp. Wir sind häufiger infektanfällig. Und ja, grundsätzlich stört das Hormonsystem. Es muss nicht immer zwangsläufig mit einer ausbleibenden Menstruation dokumentiert sein. Es können auch andere Hormonstörungen sein, also auch verlängerte Zyklen. Genau, also das sind so ein paar Faktoren, die damit reinspielen. Es kann auch einen wesentlichen Einfluss auf die Verdauung haben. Also das ist ganz umfangreiches Symptomkomplex und ganz wichtig, dass wir da zukünftig präventiver handeln können, um einfach auch Verletzungen wie Stressfrakturen vorzubeugen, aber halt im schlimmsten Fall halt auch sowas wie Osteoporose oder Unfruchtbarkeit. Wenn man jetzt in Berlin als Läuferin aktiv ist und Kontakt zu dir aufnehmen möchte oder auch dem Verein beitreten will, wie kann man da am besten Kontakt zu dir aufnehmen? Entweder über unsere Webseite, also www.4-verein.de oder über meinen Instagram-Account Ballerinas World oder halt den Vereins-Instagram-Account 4-Schwanfors. Da gelangt man eigentlich immer zu mir oder auch gerne per E-Mail, also steffi@4-Schwanfors.de, bin ich auch erreichbar. Dann über diese Wege. Oder auch ein Punkt, der natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, dass es einfach mehr Trainerinnen gibt. Und du bringst da jetzt auch schon etwas Erfahrung mit und ich könnte mir vorstellen, dass du auch die ein oder andere Frau dazu motivieren könntest, auch den Job als Trainerin anzunehmen. Wäre das auch ein Punkt, wo man sagt, ich kann Kontakt zu dir aufnehmen, weil ich vielleicht noch die ein oder andere Frage habe oder weil ich mich vielleicht noch nicht so ganz traue oder es noch diese ein oder andere Hürde gibt, die du schon genommen hast, dass man dir vielleicht auch zu diesem Thema eine Mail oder eine Nachricht schreibt? Ja, auf jeden Fall sehr gerne. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, also dass wir auch da mehr Frauen in die Trainerinnenpositionen bekommen, weil es für viele einfach auch wichtig ist, unabhängig davon, wie man selbst eingestellt ist, auch wenn man jetzt in der Trainerinnenposition ist, muss man immer respektieren, die Person, die gegenüber von mir ist. Nur weil ich menstruiere und weil sie vielleicht menstruiert, heißt es nicht, dass sie genauso darüber reden möchte wie ich. Und das ist halt auch nochmal ein wesentlicher Faktor. Und viele fühlen sich einfach wohler, wenn sie mit einer Person sprechen, die ähnliche Erfahrungen gemacht hat oder auch einfach mitfühlen kann. Und öffnen sich dann mehr oder wollen es halt auch einfach nur mit einer Frau besprechen. Ja. Deswegen ist da auch unfassbar wichtig, dass wir einfach mehr Trainerinnen in den Sport bekommen. Wir haben uns ja jetzt über im Prinzip das ganzheitliche Lauftraining unterhalten. Ist das auch ein Konzept, das mittlerweile in anderen sportlichen Bereichen, in anderen Sportarten so angewendet wird? Oder ist das was exklusiv nur in der Leichtathletik oder im Laufen so langsam zum Tragen kommt? Das ist auf jeden Fall auch für andere Sportarten ein großes Thema, also vor allem Fußball. Das sind ja große Vorreiterinnen, also gerade Chelsea. Die deutsche Nationalmannschaft hat sich ja da auch schon positioniert zu. Also es ist auch für die Mannschaftssportarten ein wichtiges Thema. Auch Wolfsburg, wenn ich es richtig aus den Medien gehört habe, arbeiten die auch mit verschiedenen Apps oder Programmen und beziehen es ein. Mich würde wirklich mal interessieren, wie sie es genau umsetzen. Weil das hat man bisher natürlich noch nicht erfahren, wie das abläuft. Aber sie sind auf jeden Fall da schon als VorreiterInnen unterwegs. Und es macht auch Sinn. Gerade im Fußball haben wir ja das große Thema, einige haben das vielleicht auch schon mitbekommen, dass die Kreuzbandfrakturen da sehr überdurchschnittlich hoch sind und häufiger vorkommen. Und ja gerade jetzt bei der deutschen Frauennationalmannschaft ein Riesenproblem war, dass es da ganz viele Ausfälle gab. Und da gibt es Vermutung, dass der Menstruationszyklus da einen Einfluss drauf hat. 100%ig mit der Forschung bestätigt ist es nicht. Es gibt Tendenzen, ob das vielleicht im Eisprung höheres Risiko besteht, weil wir durch einen hohen Testosteronwert einfach risikobereiter sind und die Laxität der Bänder zunimmt. Aber dafür brauchst du deutlich mehr Forschung nochmal, um das nochmal zu untermauern. Wir brauchen auch einfach viel größere Kohorten. Es sind meistens sehr, sehr kleine Studien mit geringen Teilnehmerinnenzahlen. Aber da wäre es total wichtig, dass da mehr passiert. Wir hatten aber ja auch schon ein paar Stimmen in der Leichtathletik, die was dazu gesagt haben. Aber ja, es ist genauso relevant auch funktioniert auch für den Mannschaftssport. Bin ich zwar keine Expertin drin,
Auf der anderen Seite, eine Trainingsgruppe ist auch eine Mannschaft in einer gewissen Art und Weise. Von daher muss ich da ja auch mehrere Persönlichkeiten unter einen Hut bringen. Abschließend, was sind denn deine Pläne für die Zukunft? Meine Pläne für die Zukunft sind erstens weiter über zyklusgerechtes Training sprechen. Ich wünsche mir einfach noch mehr damit erreichen zu können, einfach auch über ihren Körper aufklären zu können, ihnen damit ganz viel mitzugeben, weil ich das total bereichernd finde, gerade wenn ich im Verein bin, gerade mit jungen Athletinnen spreche, finde ich es unfassbar schön zu sehen, wie sie so wie so eine kleine Blume aufgehen, wenn sie in meinen Workshops sind. Anfangs kommen sie ganz klein und schüchtern rein und dann habe ich das Wort Menstruation mindestens 20 Mal gesagt, wenn nicht sogar mehr, und dann kommen sie ganz selbstbewusst raus und meinen so, ach ja, ich weiß jetzt, was mit meinem Körper los ist und ich verstehe den jetzt. Und das ist halt irgendwie mein Wunsch, dass gerade die jüngere Generation da viel selbstbewusster durchs Leben gehen kann, dass viel mehr für sich adaptieren kann, es für sie einfach zur Normalität wird und ich hoffentlich auch vielen Athletinnen und auch Frauen auf ihrem Weg noch helfen kann, vor allem auch aus den Beschwerden heraus und wir das einfach zum Standard wird, zyklusgerechtes Training, dass wir den Menstruationszyklus nicht mehr als Tabu behandeln, dass wir das ganz normal annehmen und ja, mit hoffentlich auch mehr Trainerinnen einfach eine gesündere Zukunft für Frauen und Menschen mit Uterus oder auch Menschen, die menstruieren, schaffen. Steffi, das waren schöne Schlussworte. Vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit heute für die Folge genommen hast. Ich werde natürlich alles in die Shownotes nochmal reinpacken, auch deine Erreichbarkeit. Und ja, nochmal vielen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und das war's auch schon wieder mit der neuesten Folge von meinem Athlet-Leichtathletik-Podcast. Falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast freuen. Und falls ihr weitere Fragen oder Anregungen an Steffi habt, erreicht ihr sie per E-Mail oder über ihren Instagram-Kanal. Beides packe ich natürlich in die Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.